Willkommen zurück, meine Lieben. In der letzten Folge, da haben wir für Mr. Hans ein paar Aufgaben gemacht, ein paar Missionen, damit wir sein Vertrauen wieder zurückgewinnen. Und jetzt, so wie es aussieht, möchte Mr. Hans sich mit uns treffen. Wir lesen mal kurz einmal die SMS hier. Heavy Hertz, das Gebäude ist eine riesige Nachahmung einer Pyramide. Du kannst es beim besten Willen nicht verfehlen. Für den Aufzug brauchst du einen Code 2589. Alles klar. Dann werden wir da mal hin. Und ja, das ist für uns eine Premiere. Ach, sprechen sollte man schon können, eine Premiere. Denn wir haben Mr. Hans an sich ja noch nie persönlich gesehen. Ja. Und bin mal gespannt, wie Mr. Hans tatsächlich aussieht. Ob er zu seinem Wort steht, was er gesagt hat, dass er uns hilft, da reinzukommen, um Sunbird, ja, zu befreien. Oder, ja, ich denke mal, jetzt in der nächsten Mission, in dieser Mission hier, wird es darum gehen, dass wir halt, Sunbird aus den Händen von Kurt Hansen befreien. Mein Gott, war das wieder eine schwere Geburt. Denn so viele Missionen dürfte es eigentlich für das DLC nicht mehr geben. So, ich habe mir mal im Internet mal die ganzen Namen der Mission angeguckt und ich glaube, wir sind schon bei der vorletzten tatsächlich. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, wir sind bei der vorletzten Mission. Ja, fahr. Und neigen uns langsam zum Ende. Vom wegen hier große Story-Erweiterung für Cyberpunk, aber DLC ist ein DLC und kein reines Hauptspiel. Wir wissen das ja alle. An der Stelle nochmal kurz, wenn ihr mich unterstützen wollt, ja, dann lasst gerne auf kostenlose Ehrenbruder-Basis ein Abo da, kommentiert und bewertet dieses Video und für die Zukunft nichts mehr zu verpassen. Irgendwann habe ich das so gut drauf, dass ich mich nicht mehr verspreche. Und nächstes Projekt steht auch schon in den Startlöchern, meine Freunde. Wenn ihr das halt nicht verpassen wollt, dann checkt auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal ab. Denn jetzt am 10. erscheint ein Spiel, viele wissen es wahrscheinlich. Und dazu kommen auch Let's Plays. Hört sich nach einem Club an, auf jeden Fall. Freut mich. Auf jeden Fall. Hey, du da. Was ist los? Das hier ist ein netter Club, also sei nett, verstanden? Wir sehen alles. Kein Problem, Bro. Wir benehmen uns hier. Ja, geil. Erstmal so richtig schön abdancen hier. Der wird bestimmt im VIP-Bereich sein, der Hansen. Denn ich stelle mir schon vor, dass er rich ist. Was war das? 2528? Ah, guck mal, da steht es sogar noch. Siehst du, wenn wir das nicht hier hätten. 25 und 89. Das war falsch. Man sollte es auch richtig schreiben. 25 und 89. So, wie gesagt, Cyberpunk macht es ja auch wirklich einfach, ne? Du musst ja hier wirklich kaum was irgendwie selber herausfinden. Außer du suchst was, ja? Aber so, der Weg, der wird dir frei zur Verfügung gestellt. Und wie man sieht, ja auch die Codes, ne? Keine Sorge, ich suche nach ihm, sobald ich nach Hause komme. Abgemacht? Versprochen, Mäusezähnchen. Hab dich auch lieb. Ciao. Ah, wenn das nicht wie ist. Wie, mein Lieblingssöldner. Fabelhaft. Was du für mich getan hast, hat das Spielfeld gegen Hansen deutlich verändert. Ausgezeichnete Arbeit. Wie bestellt. Ganz ehrlich, ich hatte nicht damit gerechnet, den Mann hinterm Holo-Vorhang zu treffen. Mr. Hans höchstpersönlich. Nicht nur hast du diese Clowns in Blau gerettet, sondern auch noch Dodger erledigt. Ruhig, souverän, professionell. Bravo. Du hast bewiesen, dass ich dir trauen kann.
Also habe ich beschlossen, den Schleier zu lüften. Die Ehre haben nicht viele, glaub mir. Wenn ich nur mehr Virtuosen wie dich hätte, dann würde ich mehr als nur Dogtown im Griff haben. D-Town, Pacifica und den Rest ziehe ich mir durch die Nase rein und gut ist. Mit echten Profis zu arbeiten ist wirklich angenehm. Diese Aufträge, wie helfen die dir mit Hansen? Wenn ein Boxer seinen Gegner nicht K.O. schlagen kann, was tut er dann? Er bearbeitet seinen Körper. Wenn die Ausdauer des Gegners nachlässt, sucht er nach einer Gelegenheit und schlägt zu. Ich weiß, dass das aus deinem Blickwinkel noch nicht ganz klar sein mag, aber dank deiner abgeschlossenen Aufträge konnte ich ein paar Figuren auf dem Schachbrett namens Dogtown in Stellung bringen. Und das bedeutet, dass mein Gegner bald schachmatt geht. Dir wär's lieber, wenn Hansen nicht das Sagen in Dogtown hätte. Hansen hat zu viel Macht und verteidigt sie vehement. Und er ist clever. Diese Züge dulde und respektiere ich, aber nicht zusammen. Zusammen sind sie ein Problem, vor allem bei jemandem, der die Kontrolle über einen ganzen Bezirk hat. Das macht die Geschäfte mühsam. Eine Tasse Tee gefällig? Meine eigene Mischung. Ja, natürlich. Gerne würde ich einen Chai. Sicher, warum nicht? Wie ist aus dem Kampfgebiet Dogtown geworden? Weißt du das? Hab Verschiedenes gehört. Irgendwas mit dem Krieg. 2069. Colonel Hansen führte eine Mission mit dem wunderschönen Namen Midnight Storm an. Das Ziel, das Kampfgebiet als Basis für die NUSA in Night City zu besetzen. Kurz darauf gab es einen Waffenstillstand. Hansens Truppe wurde sich selbst überlassen. Ihre Vorgesetzten, die Öffentlichkeit, jeder tat so, als wüsste man von nichts. Und als ob Hansen nie hier gewesen wäre. Aber der gute Colonel wurde sesshaft. Er erklärte das Kampfgebiet zum NUSA-Territorium. Er baute sich hier eine Enklave auf und wurde über Nacht vom Soldaten zum Waffenhändler. Sie haben ihn im Stich gelassen. Alle gingen davon aus, es würde keine 2 Wochen dauern, bis er getötet wird. Aber er hat überlebt und wurde zu einer ernstzunehmenden Gefahr. Ein Mann, dessen Existenz so viele bedroht, ist ein gefährlicher Mann. Die Politik ist mir egal. Kommen wir zum Geschäftlichen. Geschäftliches. Okay. Das Black Sapphire. Hansens Festung, bewacht von Bargest-Elite-Soldaten. Unten befinden sich die Militärbaracken, oben die dekadenten Räumlichkeiten für die Ultrareichen. Diese Pläne waren übrigens nicht leicht zu beschaffen. Hansen bewahrt die Geheimnisse dieses Hotels, als wären sie ein peinlicher Rektaljuckreiz. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Du hilfst meinen Kunden, wodurch ich wiederum mehr Spielraum gewinne. Quid pro quo in Reinkultur. Die Baupläne gehören dir. Als Bonus ein paar Informationen zu Schwachstellen. Als Zeichen meiner Wertschätzung. Außerdem, das ist dir hoffentlich klar, sind die Daten und ihre Herkunft absolut sicher. Keiner weiß, dass du sie hast. Datenlecks, oder eher gesagt, das Fehlen jener, sind der feine Unterschied zwischen mir und, sagen wir, dem guten Mr. Deschamps. Der Splitter. Infos und Baupläne des Black Sapphire mit allen Details. Das sollte ausreichen, um hineinzutänzeln und deine Pirouetten aufzuführen. Aber nur zur Warnung. Selbst gut vorbereitet wirst du auf ein Vipernest stoßen. Pass auf, wo du hintrittst.
Danke, Hans. Hoffentlich ist das nicht das Ende unserer Zusammenarbeit. Ich habe ehrlich gesagt noch ein paar andere Aufträge. Lass mich raten, mehr lokale Politikspielchen. In Dogtown ist immer viel los. Und hinter geschlossenen Türen wird intrigiert. Es wird Veränderungen geben und die sind unausweichlich. Dann muss jemand für einen reibungslosen Übergang sorgen. Ich freue mich auf die nächsten Aufträge. Du hörst bald von mir. Das versichere ich dir. Und wie? Egal, was im Black Sapphire passiert, komm lebendig wieder raus, okay? Dort vermischt sich regionale und internationale Politik. Das sind starke Strömungen. Dann muss ich mir was zum Festhalten suchen. Bis dann, Hans. Krass, so sieht also Mr. Hans aus. Also bis jetzt ja ein ganz ruhiger, chilliger Businessman. Und Premiere, dass wir ihn tatsächlich das erste Mal hier, ja, kennengelernt haben persönlich. Am Anfang, wo wir vor der Tür gestanden haben, hat sich so angehört, als ob Mr. Hans mit seiner Tochter, glaube ich, gesprochen hat, ne? Dass Mr. Hans ist also der Mr. Hans ist also ein Familienvater. Wer hätte das gedacht? So. Wir werden jetzt den Club erstmal verlassen und gucken, was wir jetzt machen sollen. Rufe Reed an und schicke ihm die Daten. Das werden wir jetzt auch sofort machen. Meine Befürchtung ist tatsächlich, dass es jetzt wirklich schon die letzte Mission ist. Ich kann mich auch vertun, denn wir sind jetzt bei Folge 7. Und ich glaube 10, ne? Dann kann das ja gar nicht sein. Aber ich weiß es ja nicht, wie es jetzt momentan ist. Wir werden es ja sehen im Laufe der Folge. Reed? Hab den Datensplitter von Hans. Unser goldenes Ticket ins Black Sapphire. Perfekt. Schick mir die Daten. Keine Sorge, die Verbindung ist sicher. Hier, ist unterwegs. Und angekommen. Ich gebe das an Alex weiter. Wenn du soweit bist, treffen wir uns in The Moth. Sollte ich noch nicht da sein, warte auf mich. Bis dann. Okay, das heißt, wir gehen jetzt wieder in die Bar, wo wir Alex getroffen haben oder kennengelernt haben. Und da wird, denke ich mal, alles besprochen für den weiteren Vorgang. Denn entweder ist das Finale jetzt in der Mission oder das Finale steht uns kurz bevor. Wie gesagt, viel war es jetzt nicht. Ne? Also ich hatte gelesen gehabt, dass es eine große Story-Erweiterung sein wird. Aber ist okay, hey. Durch 2.0 und mittlerweile durch 2.1 ist Cyberpunk definitiv sehr gut spielbar. Im Gegensatz zu Release vor 3 Jahren. Klar, man hat ja ab und zu seine Performance-Probleme. Man hat ab und zu noch seine kleinen Bugs oder so. Aber hey, hallo. Wenn wirklich so ihr euch daran erinnern könnt, wie das Spiel damals vor 3 Jahren war, wo es rausgekommen ist, ja, dann ist das hier auf jeden Fall schon ein krasser Sprung. Klar, 3 Jahre hat das jetzt gedauert, bis die das Spiel fertig gefixt haben, aber dann sieht man wenigstens so, dass die Entwickler auch dran geblieben sind, ja. Spiele haben es ja gar nicht erst eingesehen, sich noch ein DLC jetzt hierfür zu kaufen, aber hey, die Story alleine von Cyberpunk war so geil, dass ich mir direkt gesagt habe, sollten irgendwann mal DLCs rauskommen, werde ich es auf jeden Fall kaufen und spielen. Ja. Sind wir nun bereit für... Oh, ich glaube, wir gehen hier wieder fast drauf. Ja, unser Untermieter Johnny, der bringt uns allmählich um. Trotzdem Ehrenmann. Wenn ihr mich unterstützen wollt an der Stelle, ja, dann kommentiert und bewertet dieses Video, lasst auf kostenloser Ehrenbruder-Basis ein Abo da, um zukünftige Let's Plays und zukünftige Videos nicht zu verpassen. Denn jetzt am 10. kommt ein neues Spiel raus, viele werden es wahrscheinlich auch schon kennen. Dazu wird es nämlich auch ein Let's Play geben, meine lieben Freunde. So, jetzt werden wir tatsächlich in die Bar gehen.
Komm schon. Schon okay. Mir geht's gut. Setz dich. Kann ich helfen? Ganz ehrlich, ich gewöhne mich langsam dran. War das der Relic? Wird jeden Tag schlimmer. Ich habe so gut wie keine Zeit mehr. Sag mal, hast du diese Anfälle öfter? Ich zähle sie nicht wirklich, aber jeder könnte der Letzte sein. Wow, übel. Ach echt, hab ständig den Tod im Nacken. Das Gefühl kenne ich. Was meinst du? Ich habe da nie drüber gesprochen. Die haben bloß versucht, mich umzubringen. Aber manchmal fühlt es sich an, als wäre es ihnen gelungen. Erzähl mir mehr. Dieser Hinterhalt. Der vor 7 Jahren. Ja, ich weiß. Was genau ist damals passiert, Reed? Ich bin auf der Intensiv gelandet und hab gewartet, dass mich irgendein Arasaka-Killer erledigt. Ich wurde verraten. Von unseren Leuten. Der FIA. Naja, verraten. Ich war Teil eines Deals, eines Friedensangebots. Mein Kopf auf dem Silbertablett. Alles für einen Waffenstillstand. Frieden hat seinen Preis. Ich habe ihn bezahlt. Komm, ich will dir was zeigen. Moment. Die haben dich verraten und du arbeitest wieder für sie. Selbst tiefe Wunden vernarben irgendwann. Nach ein paar Jahren jucken sie nur noch. Gehen wir. Dann mal runter. Wo geht's hin? Eine kleine Reise in die Vergangenheit. Zu altem Schrott. Ich fasse es immer noch nicht, dass Alex ihre Bar direkt über unserem alten Safehouse aufgemacht hat. Sie hatte immer einen seltsamen Sinn für Humor. Wo ist sie? Wartet sie unten? Sie wollte ein paar Sachen in der Stadt rausfinden. Wir sollen es uns gemütlich machen, bis sie wiederkommt. Hier war es 7 Jahre lang dunkel. Es werde Licht. Das Ende jedes Krieges ist unschön. Jede Seite will aufräumen. Eine Autobombe jagte einen aus meinem Team hoch. Ein anderer wurde vergiftet. Der dritte bekam einen Kopfschuss beim Zigarettenkauf. Andere sind einfach spurlos verschwunden. Jede Nacht warteten wir darauf, von Arasaka-Agenten erledigt zu werden. Ich musste mich entscheiden. Ich habe nicht aufgegeben. Ich dachte, wir hätten noch eine Chance. Es war mutig. Oder dumm. Oder beides. Vielleicht konnte ich es einfach nicht sein lassen. Oder vielleicht bin ich ein schlechter Verlierer. So oder so konnten wir damit noch ein paar Agenten retten. Der Preis dafür war ich.
Sag, was du willst, aber das klingt, als wären die dir in den Rücken gefallen. Aber dadurch haben sie meine Leute gerettet. Bei ernsthaften Spielen gibt es auch ernsthafte Konsequenzen. Schon komisch. Sie beauftragten ausgerechnet Songbird, mich zu erledigen. Moment. Ja. Erledigen? Wortwörtlich? Hat sie auf dich geschossen? Nicht persönlich, aber sie hat die Leute reingelassen, die es getan haben. Ich wollte die Stadt verlassen. Nach Hause. Songbird war noch hier. In diesem Raum sogar. Sie hat mich über Funk direkt in eine Falle geführt. Mich zu neutralisieren, das war ihr letzter Auftrag in Night City. Dann durfte sie nach Hause. Reed, was du jetzt planst, willst du sie retten oder ist das Rache? Ich bin nicht mehr der rachsüchtige Typ. Ich hatte genug Zeit, das unter dem Mikroskop zu betrachten. Beim Scharfstellen werden manche Sachen klarer und andere verschwimmen. Und irgendwann ist der ganze Scheiß drumherum egal und du siehst das Wichtige. Songbird gehört zu meinen Leuten. Das ändert sich nicht. Scheiße, Reed. Myers ist eine ganz andere Geschichte. Aber Songbird? Nein, ich habe nichts gegen sie. Warum Myers? Habe ich was verpasst? Nur Nostalgie. Also dann, fangen wir an. Ich habe Sliders Behauptung überprüft. Offenbar hatte er recht. Hab mir alte Dateien angesehen. Von Missionen, in die Somi involviert war. Die waren kaum zugänglich. Selbst für mich. Jeder einzelne davon. Die Black War. Genehmigung, Missionsbefehle. Alle von einer Person unterschrieben. Rosalind Myers. Will nicht in ihren Schoen stecken, wenn der Mist ans Licht kommt. Die NUSA ist ein kleines Land, regiert von einer Frau mit großen Ambitionen. Und die überstrahlen manchmal die Vernunft. Aber darüber müssen wir uns jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Alex, was hast du für uns? Ein bisschen dies, ein bisschen das. Wir planen gleich. Sag mal, wie ziehst du dich gern schick an? Ist doch egal. Ich mache eben, was nötig ist. Ob's mir gefällt oder nicht. Okay, du kleiner Griesgram. Ich habe rausgefunden, dass auf der Party ein großer Popstar auftritt. Und auf der Gästeliste steht alles, was Rang und Namen hat. Und ihr. Ihr macht euch schick und redet mit echten VIPs. Aber seid gewarnt. Das heißt nicht, dass die Sache leicht wird. Bereit für die Details, wie? Lass hören. Das Black Sapphire, der am schwersten bewachte Ort in Dogtown. Aber die Security ist nicht perfekt. Wie? Du musst durch ein überflutetes Tunnelsystem. Ich habe einen hochmodernen Taucheranzug für dich, der dir passen sollte. Das Wasser ist vielleicht etwas supergiftig, also Vorsicht. Wie giftig genau? Fragwürdiger Müll, Lecks aus der Kanalisation. Aber hey, der Anzug ist fäkalienresistent. Wie das Hotel aussieht, weißt du ja. Kann man nicht verfehlen. Geflutete Tunnel. Hier, dort kommst du rein. Und jetzt pass auf. Am Ende erreichst du ein Terminal. Verlinkst dich, hackst die Kameras, sodass Reed sich reinschleichen kann. Ihr nehmt zwei Aufzüge nach oben. Hier. Sol öffnet einen Durchgang zu seiner Seite. Und ja, das ist der einzige Weg. Der Bereich wird vielleicht schwer bewacht. Also müsst ihr leise sein. Wir wissen nichts Genaueres. Seid kreativ. Improvisiert. Ihr trefft euch hier. Sobald ihr euch gefunden habt, macht ihr euch schick wie zum Abschlussball und geht rein. Drinnen trefft ihr dann Songbird. Alles klar? Yep. Prima. Okay, zur Ausrüstung. Nimm dir ruhig Zeit und nimm alles mit, was nützlich sein kann. In der Kiste erwartet dich eine Überraschung.
Also das heißt, wir können uns hier bedienen. Ehre. So, was haben wir denn hier? Das ist erstmal eine Waffe. Das ist doch... Ist das deine Waffe? Natürlich. Ihre Majestät kann ihren nächsten Einsatz kaum erwarten. Es wäre mir eine Ehre. Nice. Die Munition nimmst du nicht mit? Taucheranzug nehmen. Und was haben wir hier? Können wir hier auch noch was mitnehmen? Hans, was wollte er dafür, dass er uns geholfen hat? Ohne Momento. Die war hier gut, ne? Nehmen wir die einmal mal mit. Bisschen Munition noch. Also hier können wir keine Waffen mitnehmen. Er wollte die Strömungen ausloten, sehen, wie der Wind sich dreht. Hans profitiert nicht von Hansens Dominanz in Dogtown. Also will er die Lage etwas ausgleichen. Politik. Dieselbe Scheiße, egal wo du bist. Weißt du, ohne dich hätten wir keine Möglichkeit, ins Black Sapphire und zu Songbird zu kommen. Bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ehrlich wie. Das war's? Alles bereit? Denke schon. Ich bleib noch kurz hier und treff dich dann dort. Ja, alles klar. Hört sich ja tatsächlich so danach an, dass wir jetzt hier ein richtig krasses Level kriegen, ne, meine Lieben? Wo war die Waffe, die sie uns gerade gegeben hat? Ihre Waffe da. Die hat 26, ist jetzt auch nicht so besonders. Aber wir haben ja hier noch ein paar Mütz. Und können gucken, was wir hier haben. So, die Feuerwaffe, Handfeuerwaffe, die hat mir nicht so gut gefallen. Haben aber hier noch irgendwo doch noch was Gutes gesehen. Hier so ein Sturmgewehr. Was hast du? Du hast 30 Schaden. 30 Schaden, 26 Schaden. Der Revolver hat 95 Schaden. Aber wenn wir ja schon... Ich weiß es halt nicht, ja, ob wir lieber mit der spielen sollen. Guck mal, hier ist auch noch eine Schrotflinte. Die hat 313 Schaden. Das ist nämlich eine von... Ah, guck mal, die hat auch noch Mods drauf. Das ist gut. Ja, wir ballern das mal drauf. Wir haben einen Taucheranzug bekommen hier irgendwo. Den würde ich gerne... Ach, den haben wir nicht so, ne? Oder? Ich glaube, den müssen wir dann separat anziehen irgendwie. Bleiben wir mal so. Was haben wir in Hosen? Ja, das sieht in Ordnung aus. Das passt. Schuhe. Ist okay. Haben wir was für den Kopf? Nee. Kopf lassen wir mal lieber so. T-Shirt. Machen wir so. Hier stinkt's nach Erinnerungen. Es ist staubig, aber gut erhalten. Ich würde sogar tatsächlich sagen, dass wir hier einen Break gleich machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge sehen, wie wir dann in das Gebäude reingehen, ja, so dass wir uns Zugang zu dem Gebäude beschaffen. Deswegen wäre ich dafür, dass wir jetzt erstmal nach oben in die Bar fahren und ich dann einen Break mache, weil sonst wird das Video, glaube ich, wieder zu lange und dann müsste ich sowieso wieder zwei Teile rausmachen. Das ist, glaube ich, das Vernünftigste, was wir hier machen können. Deswegen, meine Freunde, würde ich sagen, an der Stelle, vielen Dank, dass ihr da wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal an der Stelle. Denn jetzt heißt es tatsächlich, Songbird befreien und einen Zugang ins Gebäude zu kriegen. Also ich habe schon wieder den Namen von dem Gebäude da, wo wir hin müssen, wieder vergessen. Also nimmt es mir nicht für übel. Aber wir sehen uns direkt im nächsten Video wieder.